Okay, da sind wir wieder. Und wir haben schon gesehen, hier vorne ist der Kollege und diesmal holen wir ihn uns, bevor er seinen verdammten Dämonen beschwören kann. Tiska wird keinen Dämon auf diese Welt mehr setzen. Nein, er wird direkt in die Arme seines Herrn gehen. So, damit hat sich natürlich das Quest eine Lektion in Gastfreundschaft erledigt. Das ja beinhaltet hat, dass wir die Oase säubern sollen. Aber das lassen wir dann mal. Ich glaube übrigens auch, ich werde jetzt bloß noch den Palast säubern. Und dann werde ich rausgehen bis zu der Oase und werde die tatsächlich noch mitholen. Damit wir es hier noch ein bisschen gediegen machen können. So. Oh, die Quatschtante ist das, oder? Hasul, Wache der Schwarzmagier? Nee, was ist das denn für einer? Der kommt mir gar nicht bekannt vor. Ach, das ist der vor dem Eingang immer steht. Stimmt. Und einen nicht reinlässt. Bis man genug Ruf hat halt, um den, das Ganze zu betreten. Ne? So, jetzt kommen aber schon die Händler teilweise. Also ich weiß nicht, vielleicht machen wir jetzt gerade schon die komplette Befreiung. Ich weiß es gar nicht so richtig. So, jetzt haben wir aber gerade mal eine Verschnaufpause. Hier oben ist ein verdammt guter Ausgangspunkt, um es zu machen, finde ich, die Befreiung. Speichern auf jeden Fall. Denn hier kann man wirklich nach und nach sich die Leute ranholen, beziehungsweise die kommen halt von sich aus ran. Und hat genug Bewegungsfreiraum, um ein bisschen zurückzuweichen, wenn es sein muss. Er kann aber immer noch, also er hat aber trotzdem halt diesen schmalen Zugang bloß. Skelett beschwört, nett. Und wenn jemand kommt, dann warnt er einen auch noch durch den blöden Spruch. Das ist doch auch cool. So. Damit hätten wir die Händlervereinigung dann ausgelöscht. Da kommt noch... Ah, jetzt kommt die Quatschtante. Nun wirst du sterben. Nein, Amur. Du wirst mich nicht beschießen. Und du wirst auch nicht deine Waffen ziehen. So, damit haben wir jetzt, glaube ich, wirklich alle Schwarzmagier getötet. Ich glaube, es gibt keine mehr. Also ich wüsste zumindest nicht, wo es noch welche gibt. Das ist zumindest eine Wiedergutmachung dafür, dass ich die Wassermagier getötet habe. Es gibt auch keine Schwarzmagier mehr. Mit den Feuermagiern werde ich das wohl leider nicht tun, aber... Also ich... Was heißt leider? Ja, ich mag die Innos leider nicht so, ne? Aber... Könnte man natürlich der Gerechtigkeit halber auch machen, weil davon gibt es einfach zu viele. Während die Schwarz- und Wassermagier ja alle bloß auf Varant begrenzt sind, gibt es Feuermagier in Nordmar und in Nortana. Und zwar an jeder Ecke. Raid. So, dann machen wir jetzt doch gleich so. Ah, oh, Irhabar, der Vielarmige, war das nicht der? Dann machen wir jetzt doch gleich von hier aus reinen Tisch und holen uns alle. So, kämpft das Sklave jetzt doch mit? Oh ja. Achmed, was soll denn das? Du wirst meinem armen Sklavenfreund nichts tun. So, jetzt können wir uns auch langsam in die Stadt runterwagen, denke ich. Oh, Silvio, selbst der ist schon hier. Und der ist ja von vor der Stadt eigentlich. So. Wenn der jetzt fällt, dann ist eigentlich nur noch... Ich weiß gar nicht, gibt es denn überhaupt noch? Akrabor gibt es noch am Nordende der Stadt? Ich hänge fest. Ah, gut, wir haben uns wieder rausgebackt. Mufasa, natürlich. So, ist jetzt nicht gerade der beste Ort hier, um zu kämpfen, muss ich sagen. Aber gut, die reicht's noch. Hernando? Wer ist denn Hernando? Ich kann mich nicht mehr an einen Hernando erinnern. So. Vielleicht müsste ich mal über die drüber springen irgendwie, aber das schaffe ich nicht. Oh, 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 oh. Nicht gut. Oh, komm schon. Jetzt. Gut. So habe ich mir das vorgestellt. Wir sind geschlagen. Ja! Räumen wir noch ein bisschen auf hier. Soll der Tempelkämpfer ruhig flüchten, die feige Sau. Wir haben Varant befreit.
Was haben wir denn an Ruf bei den Nomaden? 97, Wahnsinn. Varant ist frei. Ich weiß nicht, was für ein Quest noch fehlt bei den Nomaden. Aber wir haben es echt geschafft, alles zu befreien von den Typen hier, von den Assassinen. Geil. Und damit sind wir einen großen Schritt vorangekommen in Sachen Spielbeendigung. Wow. Und in Myrtana werde ich ja nicht die Städte von den Orks befreien, sondern dort werde ich für die Orks kämpfen. Ob ich denen dann in den Rücken falle, weiß ich noch nicht. Könnte man natürlich tun, aber muss ja jetzt auch nicht unbedingt sein. So. Assassinenmesser, ja damit. Okay. Wieder mal, ich will nicht alle einsammeln, aber kann man natürlich tun. Und dann ist eigentlich so traurig, weil das jetzt die letzten Momente sind, die ich in der Wüste verbringe. Ich bin doch so gerne in Varant. Das ist total schade eigentlich. So. Du hast uns den Sieg gebracht. Oh ja. Pass gut auf dich auf. Und das war's auch, was er schon zu sagen hatte zu mir. Wirklich traurig. Da hätte man doch wirklich mehr draus machen können, oder? Naja. Truhen müssen wir vor allem öffnen. Und unten gibt's noch eine Schatzkammer. Ganz ähnlich wie in Ishtar können wir auch hier eine Schatzkammer plündern, die ziemlich viel Gold enthält. Und hoffentlich auch einiges anderes. Da müssen wir mal schauen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was es da gab. Ich weiß bloß noch, wie es ungefähr aussah. Nämlich so. Ich glaube, wir waren hier ja auch schon mal, oder? Ich glaube, das ist nicht das erste Mal, dass wir hier unten rumkriechen. Denn hier war meines Erachtens nach auch ein Teleportstein, nämlich der, den wir oben dann benutzt hatten. So, her damit. Haben wir hier noch irgendwas gerade? Viel Gold, sehr gut. So. Noch ein bisschen Kleinkram für zwischendurch. Wenn er die Vasen auch noch einstecken würde, das wäre cool. Okay. Großer Schatz, wunderbar. Immer her damit. Okay, hier sind noch zwei Truhen. Ich hoffe mal, die andere ist eine schwere Truhe und keine stabile Metalltruhe. Große Truhe, große Truhe. Unmöglich. Verdammt. Das sind ja die, die wir nicht öffnen können. Na gut. Dann ist das eben so. Ein Heiltrank für mich. Eine Steintafel für mich, die ich bestimmt schon gelesen habe. Das kenne ich schon. Natürlich. Ein bisschen Schmuck. Noch ein Goldpokal. Und damit haben wir's. Ach ja. Wir haben Varant endgültig abgeschlossen. Haben einen Ruf von 97 bei den Nomaden. Ich würde sagen, wir sind ein wahrer Nomade. Auch wenn wir die Wassermarker getötet haben, das tut mir immer noch wahnsinnig leid und ich würde es auch gern rückgängig machen. Aber ich denke, wir haben uns da rehabilitiert und zumindest den Nomaden die Freiheit gebracht. Und das ist ja ein Volk, das Wüstenvolk. So, und damit könnten wir eigentlich... Wohin könnten wir denn mal gehen als nächstes? Ich glaube, ich gehe mal zum Wolfsclan. Denn ich will noch die Sache mit den Schmelzern machen. So, dauert wieder ein bisschen länger, denn wir machen wieder einmal quer durch die Welt. Ödes, dröges Nordmar. Ach ja, wir sind wieder zurück. Selbst die Musik wird depressiv. Okay. Denn ich habe hier eine Karte, die mir sagt, Wolfsclan, von da aus nach Osten und dann ein Stück nach Süden kommen wir zu Peda. Die Frage ist bloß, wo kommen wir jetzt raus aus dem Wolfsclan? Unten, ne? So. Ich muss speichern. Ich habe noch nicht gespeichert, seit wir Bakarisch befreit haben. Und ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir so gut vorankommen mit der Befreiung der Städte. Denn ich hatte am Anfang echt Bammel mit der alternativen KI, dass wir da unglaublich zu tun haben werden. Aber das geht doch ganz gut, muss ich sagen. Das haben wir besser hingekriegt, als ich das erwartet hätte. So. Wie gehe ich denn am besten?
Ich gehe hier vorne mal gleich nach unten. Können wir einfach runterhüpfen? Oh, falsche Taste gedrückt. Ah, komm schon, geht schon. Habe ich aus Versehen auf Space statt auf die Alt-Taste gedrückt und Alt ist hier springen. Das war jetzt ein bisschen ungünstig. Gut, ist egal letztendlich. Wir wollten sowieso nach Osten und wir gehen nach Osten. Auch wenn wir jetzt ein kleines bisschen Schaden kassiert haben, aber das ist noch im vertretbaren Bereich. Mit unseren tollen Akrobatik-Skills ist das alles kein Problem mehr. Ach, hier sind wir, siehst du mal. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt in der Aufnahme... Doch, das war drauf, ne? Wie wir hier oben, hier ist das versteckte... Der versteckte Erzbereich gewesen, das versteckte Abbaugebiet. Denn da hat es mir ja einen kleinen Teil der Aufnahme gecrashed. Einfach, weil... der Guru-Bug kam. Und der hatte mir zwei von den Aufnahmedateien kaputt gemacht. Was dann insgesamt 4 Minuten waren oder so. Es ist ja so, dass die Aufnahme bei Fraps unterteilt wird. Also wenn man 4 GB voll hat, dann wechselt es immer. Beziehungsweise ich glaube bei 3,95 GB wechselt es immer. Und das entspricht ungefähr 2 Minuten, 2,5 Minuten, sowas in der Drehe. Ich will jetzt mal... Was ist denn los? Was ist denn hier los? Hier fallen die Bisons vom Himmel. So, ich renne mal einfach. Ich habe keine Lust zu kämpfen. Wir brauchen ja auch nicht mehr die Erfahrung. Also das ist ja nicht nötig. Und ich meine, es ist auch nicht so spannend einfach. Wir haben uns schon so oft durchs Eis gekämpft hier. Irgendwann ist dann auch mal gut. Und da will man eigentlich bloß noch die Quests erledigen. Und ich glaube, ich trinke mal einen Ausdauertrank, damit wir doch ein bisschen schneller vorankommen. So. Ich glaube, hier rechts müsste es zu Pelas Hütte hochgehen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich glaube. So, ich habe auch gelesen, das ist eigentlich ziemlich gemein. Wenn man dieses Quest erhält von Ingvar, mit den Schmelzern zu sprechen, dann machen sich die Schmelzer in den einzelnen Clans auf den Weg, irgendwo anders hinzugehen. Deswegen sind die ja nicht mehr da. Vorher sind die da. Und sobald man das Quest erhält, machen sie sich dann von dannen und sind weg. Was ich ziemlich gemein finde. So, Hrothgar, mit dem gibt es nichts. Und hier haben wir Pela. Wunderbar. Hier ist dein Kram. Dann sind wir im Geschäft. Willst du mit mir handeln? Eigentlich nicht, aber wir wollten noch das Quest abschließen. Ingvar schickt mich. Warum? Ich habe mit dem Clan nichts mehr zu schaffen. Ingvar schickt mich auf die Reise, bei allen Schmelzern zu lernen. Nein, er wiederholt den Fehler, den ich damals tat. Hast du ein Problem? Ja, deine Ausbildung wird dir nur den Tod bringen. Genau wie meinen Schülern. Ich verfluche den Tag, an dem ich sie auf die Suche schickte. Ich sage nein. Was ist, wenn ich die Aufgabe deiner Schüler beende? Nein, das ist zu gefährlich. Alles in Nordmar ist gefährlich. Gut. Aber ich habe dich gewarnt. Wenn du es schaffst, die Zutaten zu besorgen, dann hast du meinen Segen. Was brauchst du denn so? Ich werde deine Aufgaben bestehen. Was soll ich holen? Das Horn eines Schattenläufers. Sollten wir haben eigentlich, ne? Ja. Hier ist der Kram. Jetzt kannst du die Waffe bauen. Du hast es tatsächlich geschafft. Und du lebst. Ja, jetzt musst du nur noch das Schwert schmieden. Das werde ich. Und du gehe mit allen guten Wünschen zurück zu Ingvar. Er soll dich lehren. Denn was mich angeht, bist du bereit, die Kunst zu lernen. Ich habe noch nichts über das Schmieden gelernt. Zeig mir deine Ware. Aber macht ja nichts. So, was haben wir denn hier eigentlich schönes? Breitschwert, Elbastardo, Erz-Zweihänder und Rubinklinge. Ich weiß leider nicht, wie viel Elbastardo... das kostet 20.000, ne? Ach komm, was soll's. Wir schauen es uns mal an. Ne, wir machen es mal anders. Ich speichere mal. Und dann schauen wir uns mal an, wie viel Elbastardo eigentlich hat. Das weiß ich nämlich leider nicht. Zeig mir deine Ware. Aber es müsste eigentlich eine Einhandwaffe sein. Deswegen können wir da mal schauen. 14.000. Was legen wir denn noch drauf hier? Oh, das war vielleicht ein bisschen viel. So, und den Rest füllen wir mal hier mit den billigen Ork-Waffen auf. Oh Quatsch, ich kann doch einfach... Natürlich, der hat auch ein bisschen Geld. Wollte ich denn jetzt die Waffe... Hier, die Waffen. So. 7, 7,
44. Gehen wir noch ein Stück hoch. Und ja, komm, was soll's. Scheiß mal drauf, auf die Goldausgleich. Legst du das Gold dann. Wieso macht er keinen Goldausgleich? Ach so, weil ich zu viel habe wahrscheinlich. Gut, dann nehmen wir halt einfach eins wieder weg. Gut, 119, was soll's. Passt schon.